Yep. Hallo. In Paris gelebt, dann in Rom, dann wieder in Paris, dann in London, dann wieder in Paris. Und jedes Mal sind am Anfang keine Bücher da und dann ist die Wohnung schon wieder voll mit Büchern. Also es gibt diese Archive halt in den verschiedensten Städten und die Idee ist, kann man die irgendwann zusammenbringen. Also immer wenn du eine Stadt verlässt, lässt du das Archiv dort? Ja, es sind schon auch die Archive in Bewegung. Wie man ja hier sieht, sind die Bücher und die Buchkisten sehr oft in Bananenkisten und das hat auch mit Bewegung zu tun. Das Archiv ist dazwischen, es ist das Interarchiv. In Berlin hast du aber nie so richtig gewohnt, oder? Ich war oft hier, wie wir die Berlin-Biennale gemacht haben, die erste Berlin-Biennale mit Nancy Spector, Klaus Biesenbach. Und da war eine Situation da, wo wir zusammen mit Jens Hoffmann ganz viele Ateliers besucht haben, hunderte von Ateliers in der Stadt. Es war ein wirkliches Mapping. Und heute sind die Künstler überall. Wir haben eine wirkliche Polyphonie der Zentren. Wir haben vor allem sehr viele Neuzentren im Osten, im Süden. Brasilien ist eine unglaubliche Kunstszene, Argentinien ist eine unglaubliche Kunstszene. In Asien gibt es zwischen China, Korea, Japan unglaublichste Kunstszenen. Es gibt Beirut und Teheran und Kairo mit ganz wichtigen Kunstszenen. Es gibt eben aber auch Istanbul als ein wirkliches Zentrum. Und das ist alles keine komplette Liste jetzt, weil wir leben in einer wirklichen, es ist fast wie in einem polyphonen Roman. Ja? Es gibt nicht mehr den einen Protagonisten, es gibt nicht mehr diese eine Stadt. Was denkst du, wie wird sich Kunst in Zukunft gegenüber der restlichen Welt mit all ihren Subsystemen abgrenzen? Die Frage ist natürlich, wie das alles mit dem Linking und die Linking mit der Vernetzung oder Entnetzung weitergeht. Und ich meine, Paul Chan, einer der visionären Künstler unserer Zeit, sagt immer, Linking ist schön, also sich zu vernetzen ist schön, aber sich zu entnetzen ist sublim, ja. Ist es nicht so, gerade bei Naturwissenschaftlern, wenn die über das 21. Jahrhundert reden oder nachdenken, dann taucht sowas auf wie die Singularität. Mhm. Ja, also dieser Gedanke, wir werden wirklich, die Maschinen überholen uns oder der Mensch überholt sich selbst, optimiert sich selbst. Das müsste ja die Kunst auch irgendwann ereilen. Ray Kurzweil sagt dann, irgendwann werden wir eben doch den Weltraum beherrschen. Ich dachte gerade an Kurzweil. Interessant, demgegenüber ist ja, dass die Kunst, dass es diese ganzen Erweiterungen gegeben hat, aber ich habe den Eindruck, dass es doch immer eine entweder räumliche oder zeitliche Beschränkung gibt. Also es gibt keinen Versuch, Kunst möglichst groß zu machen. Ja, Damien Hirst hat versucht, sie systematisch sehr teuer zu machen. Ja, ich habe mich ja immer für nicht realisierte Projekte interessiert. Und ich meine, deine Pyramide ist ja eine konkrete Utopie, aber es hat ein Projekt, was viel damit zu tun hat, denke ich, mit dem, was du beschreibst, ja, mit dieser Größe von einem Projekt. Und ich habe ja immer wieder Künstler danach gefragt und Künstlerinnen, was diese unrealisierten Projekte sind, Projekte, die zu groß sind, um zu realisiert zu werden, die vielleicht sogar total unrealisierbar sind. Und mir ist es ein großes Anliegen, also mein großes Projekt, wenn man so will, für das 21. Jahrhundert, für die Zukunft. Ich habe ein Projekt für die Zukunft. Was mein Hauptprojekt ist, ist diese Idee eines großen Raumes aller unrealisierten Projekte, ein Palast der unrealisierten Projekte. Und das sind auch alles Projekte, die nicht in die existierenden Strukturen der Kunstwelt reinpassen. Was mir eben jetzt gerade erst so bewusst wird, das ist so eine leichte Verschiebung, ist eben bei der Pyramide, die habe ich am Anfang überhaupt nicht als Kunst gesehen. Ja. Ja, gar nicht. Das ist ja, das habe ich ja beschrieben in Umbauland, da ging es ja darum, eigentlich um Strukturmaßnahmen für Deutschland. Also wie man, das ist aber nur eine Form, sie zu sehen. Und wenn man jetzt umschaltet und sie als Kunst sieht, dann scheint mir auch möglich zu sein. Und das würde zum Beispiel bedeuten, ein Sammler kauft
kauft die Pyramide. Das ist ein Sammler. Dass ein Sammler die Pyramide kaufen würde. Nee, ich muss mir darüber nachdenken. Ja, ich glaube, dass auf jeden Fall, man kann sagen, es gibt eine Kunstgeschichte, die sich vor allem über Objekte vermittelt hat, oder? Die durch Objekte auch gereist ist, durch die Zeit, ja. Seit den 60er Jahren gibt es die, Lucy Depart nannte es die De- oder Materialisierung, auch von Kunst. Und Tinos Egal spricht heute, dass wir in einem intersubjektiven Paradigma angelangt sind. Wie ich zum Beispiel als Student, als Gymnasiast sogar, einer der ersten Künstler, denen ich begegnet bin, war Eugène Ionesco, ja, der französische Playwright, der französische Theaterschriftsteller, Mitbegründer des absurden Theaters. Und er hat mir gesagt, während er jetzt mit mir sitzt im Restaurant, wird in Paris die Cantatrice Chauve, die kahle Sängerin. Ja. Anyway, auf Französisch ist es La Cantatrice Chauve. Die wird aufgeführt in Paris und er sagte mir, so war es seit 30 Jahren und so ist es heute weiterhin. Seit 50 Jahren wird dieses Stück jeden Abend in Paris aufgeführt. Da kannst du ja sagen, dass diese Arbeit hat genauso Permanenz erreicht wie ein Objekt. Die ist immer da. Ja, es braucht Menschen. Ne? Nein, das ist ein sehr guter Satz. Es braucht Menschen. Das meine ich ja auch mit dieser intersubjektiven Dimension. Ja, und zu der kann man sich auch eben diesen Gegenpol vorstellen, der dann eben nicht mehr intersubjektiv ist, der keine Menschen mehr braucht, der nicht einmal mehr Maschinen braucht. Eine postapokalyptische Situation, meinst du, oder? Was wäre das Ende der Zeit? Dieses Unbehagen am Objekt, ich habe das auch. Ich habe das sehr, sehr stark. Ja, also ich zum Beispiel wüsste, ich könnte niemals den Bau eines Hauses in Auftrag geben. Mhm. Ja, das ginge nicht. Und das ist für mich eigentlich immer die Paradoxie mit der Pyramide gewesen, dass ich plötzlich dann gleich das dem Volumen nach größte Bauwerk der Welt bauen will. Man muss die Pyramide anders denken. Die Pyramide darf gar nicht gebaut werden. Die Pyramide muss eigentlich wie eine Skulptur freigeschält werden. Man nimmt einfach einen existierenden Berg und schafft auf ihr von der Spitze herab, schält die Pyramide heraus und schafft dann in ihr diese Gräber. Ja. Also das ist wie bei Peter Smithson, as found. Gefundene Pyramide. Ja. Wunderbar. Let's do it.